Tekiens haben die Flugbahn meines letzten Eis bestimmt. Es wird dauern, bis es in unserer Reichweite ist. Ein willkommener Verzug, mein Petra. Sie und die Tekiens haben einen Plan. Hüter beschweren sich über die Natur der Ahamkara, dass wir Geheimnisse horten wie ihr Waffen. Ihr versteht uns. Warum verlangen, dass ein Fluss bergauf fließt? Wir alle haben unsere Eigenheiten. Das ist die der Ahamkara. Mara war einst auch so. Sie hat hart daran gearbeitet, sich zu ändern. Und die Flussrichtung. Ich bin gezwungen, dieser neuen Mara wieder meiner Natur zu trauen. Genau wie du. Du und ich werden sehen, wohin der Fluss fließt. Hüter, ich bin froh, dass du da bist. Ich habe über Rivens Worte nachgedacht. Wenn wir all unsere Hoffnungen auf eine Person setzen, gibt es nur eine Wahl. Aber ich glaube, ich weiß was Besseres. Hör mir zu. Wenn du durch das Portal gehst, können wir niemanden hinterher schicken. Du wärst da drin vollkommen allein. Doch Mara und ich teilen eine Verbindung. Ich kann sie selbst auf der Aszendentenebene finden. Das Gleiche gilt für sie. Also, lass mich es tun. Wenn ich durch das Portal gehe, kann Mara dadurch allen den Weg dorthin zeigen, wo... Naja, wo auch immer ich lande. Ich platziere das Leuchtsignal und dann trittst du die Tür ein. Bitte, Hüter. Ich habe das Licht bekommen, um einen bestimmten Zweck zu erfüllen. Ich schaff das. Wir schaffen das. Ich muss es nur Mara erklären. Das letzte Ei liegt im Herzen der Konfluenz, wo sich der Thron der Königin in der träumenden Stadt befindet. Er ist gut versteckt und kann nur durch die schlummernde Orakelmaschine erreicht werden. Die Maschine zu reaktivieren wäre ein Kinderspiel, wären da nicht die Vex. Wir waren damit beschäftigt, Eier zu finden, während die Solspalter uns einkreisten. Eine weitere Bedrohung für dieses System und wieder einmal bezahlen das Riff und sein Volk dafür. Krieg hat immer seinen Preis, doch der scheint sich jeden Tag zu ändern. Wir haben nie Zeit für den Wiederaufbau. Wenn das vorbei ist und wir noch stehen, haben das Riff und sein Volk für mich Vorrang. Ich hoffe, du unterstützt mich dabei. Finde die Vex-Orakel, die uns den Zugriff zur Orakelmaschine verwehren. Zerstöre sie. Dann können wir diesen Handel durchziehen. Der Zeuge ist uns nicht mehr weit voraus.
Thank you.
Unsere Herrin, die Königin, hat uns verlassen. Doch bitte nimm, was du findest. Geschenke sind das Mindeste, was wir dir anbieten können. Wie lange ist es her, seit ich das letzte Mal in diesen Hallen war? Ein einsamer Thron, der die kosmischen Weiten überblickt. Ein Symbol dessen, wer ich einst war. Abseits, abgesondert, unergründlich. Doch genau wie mein Bruder habe auch ich mich verändert. Ich sähe keine Einsamkeit mehr, noch ernte ich Reue. Ich setze auf Vertrauen. Ich brauche diese Kammer nicht mehr. Aber mit der wiederhergestellten Orakelmaschine können wir das Herz der Konfluenz und das letzte Ei erreichen. Kehre zurück. Wenn die Zeit kommt, erfüllen wir unseren Teil und vertrauen darauf, dass Riven ihr Wort hält. Warum willst du dich immer sofort kopfüber in die Gefahr stürzen? Weil ihr mich stets im Auge behaltet. Ich habe dich schon einmal verloren. Das könnte wieder passieren. Die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs ist unvorhersehbar. Aber, Komm mir nicht so. Dieser Plan trägt ganz klar deine Handschrift. Ja. Königin Mara. Du wirst ihn nicht losschicken, Osiris. Natürlich nicht. Aber wenn er die andere Seite erreichen könnte? Eure Verbindung, wie die des Reisenden und des Schleiers, entstand aus Licht und Dunkelheit. Sie ist eine greifbare Sache. Wir wissen nicht, ob sie halten würde. Wer auch immer geht, geht vermutlich allein. Konzentration war nie unsere Stärke. Wenn wir eure und Krähes Verbindung mit dem Schleier angleichen, egal auf welcher Seite des Reisenden, kann ich eine Brücke erschaffen. Wir könnten sie ungefährdet nutzen. Ich wäre für Osiris ein Leuchtsignal in der Dunkelheit. Dann rufen wir die Armee. Ihr könntet mich im Sturm finden, Schwester. Den Weg weisen. Weißt du, was du da verlangst? Der Hüter würde direkt hinter ihm sein. Ich kann dich nicht davon abhalten. Ich habe darüber keine Macht. Also schenke ich dir mein ganzes Vertrauen. Euch allen. Du wirst zurückkehren. Dann ran an die Arbeit. Hast du einen Vorschlag für den Ausgleich der Quanten? Du wirst ihn nicht aus den Augen lassen. Nicht wahr? Pass auf ihn auf. Königin und ihr Bruder, sie beeindruckten mich.
Ich schätzte ihre Eigenheiten. Maras Können, Wünsche zu formen. Ihr kontrollierter Scharfsinn. Aldrins Ehrgeiz. Sein endloser Kampf, um seiner Schwester ein noch größeres Geschenk zu machen. Nun sind sie über ihre ursprünglichen Attribute hinausgewachsen. Alles für das Gemeinwohl. Selbstlosigkeit macht mein Blut zu dick, ist zu riskant. Wozu ist so eine Verwundbarkeit gut? Und doch können die Selbstlosen ihren Feinden gefährlicher sein als die Ehrgeizigen. Wenn Selbsterhaltung keine Rolle spielt, was hält dich dann auf? Wie kann man dich bekämpfen ohne Berechenbarkeit? Gefährlich. Doch diese Gefahr kann aufregend sein. Meinst du nicht?